Der Planet, da bin ich überzeugt, ist als Paradies für 10 Milliarden Menschen konzipiert worden von der Schöpfung. Und was wir daraus gemacht haben, ist nicht das Werk des Schöpfers, das ist unser eigenes Werk. Pervers, aber der resultiert wieder aus unseren Wachstumszwängen. Und die Wachstumszwänge hängen mit den Zinsen zusammen. Das hört sich blöde an und sind mit Dimpel an, aber es ist leider so. Das Fremdkapital in den Bilanzen, der Fremdkapitalanteil steigt, also müssen es ja die Firmen irgendwo herholen, wenn sie nicht ihre Gewinne einbußen wollen. Und die Lösung der Politik weltweit, überall ist, um steigende Schuldzinsen bedienen zu können, lassen wir jetzt die Wirtschaft mitwachsen. Ich denke, wenn wir das begrenzen wollen, diese Sucht immer mehr zu haben, müssen wir das System ändern. Ich glaube nicht, dass es, ich meine, viele haben gedacht, man kann die Menschen ändern, nur das halte ich für unrealistisch. Die Menschen müssen wir nehmen, wie sie sind. Und deswegen trete ich dafür ein, dass wir Systeme schaffen, die gewisse menschliche Defizite nicht fördern. Wie wäre es denn, wenn man Investmentkapital ja für obsolet erklärt? Also ich würde so weit gehen, Spekulation per se zu verbieten. Wenn ich nie auf Dinge verzichte, dann gibt es auf Dauer auch keinen Fortschritt mehr, weil wir die Umwelt nur einmal haben. Die können wir nicht ein paar Mal verbrauchen. Wir fragen uns, warum die Leute, die das machen, nicht an die Zukunft denken. Das ist eine schwierige Frage, weil die Logik des Systems uns zwingt, nur kurzfristig zu denken. Pro Tag sind die Bewegungen, wenn man alle Devisen und sonstigen Geschäfte, die irgendwie in Zusammenhang mit Devisen oder Geldfluss zu tun haben, die liegen bei um die 4.000 Milliarden US-Dollar pro Tag. Wahrscheinlich eine Mehrheit von 99,8% aller Ökonomen weltweit denkt oder geht von der These aus, dass dieses stetige Wirtschaftswachstum Naturgesetzen folgt. Und das ist definitiv nicht so. Es muss eine andere Lösung geben. Und das Tragische ist im Moment, dass alle denken, die einzige andere Lösung wäre der Kommunismus gewesen. Und nicht sehen, dass im Rahmen einer Marktwirtschaft durchaus völlig andere Ausprägungen möglich sind. Wenn man sich mal anschaut, was in den Universitäten gelehrt wird, dann ist es letztendlich nur der Neoliberalismus. Und die Lehrbücher, die großen Lehrbuchverlage auf der Welt, es gibt nur einige wenige eigentlich. Wer steckt denn dahinter? Wer steckt hinter der Wissenschaft? Ja, denn es ist ja so, dass praktisch die Politiker, die nach Wachstum rufen, sich auf die Wirtschaftswissenschaft beziehen. Und die Leute, die gefragt werden, die Beratungsgremien besetzen, kommen alle aus den gleichen Denkschulen. Die sind alle betriebsblind. Und das ist ja die Geißel, die uns seit Jahren oder Jahrzehnten zu schaffen macht, weil wir aus dieser negativen Denkspirale überhaupt nicht mehr rauskommen. Wir brauchen eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Also das Gegenstück von der Marktwirtschaft ist nicht der Kommunismus, sondern eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Die Entwürfe für eine solche Finanzordnung liegen vor. Es gibt hunderte von Büchern darüber. Es gibt einige hochkarätige Zeitschriften. Es gibt Forschungsergebnisse zur Geld- und Bodenordnung, wie das alles geändert werden könnte. Das liegt alles vor. Es wird nicht zur Kenntnis genommen von der Öffentlichkeit.